Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, ich grüße euch. Ich hatte euch ja versprochen, mal ein Video zu machen, wie so ein kleiner YouTuber, Content Creator, Influencer, nennt mich wie ihr wollt, wie ich in meiner Rolle als Moschus eben so über die Runden komme, wie so ein kleiner Kanal funktioniert, beziehungsweise kleine Kanäle. Für die, die es nicht wissen, ja, hier auf YouTube im Moment, glaube ich, 62.500 Abonnenten. Bei TikTok bin ich bei knapp über 70.000 und bei Instagram feiere ich den größten Erfolg ever. Da bin ich jetzt bei, ich glaube, 1700. YouTube immer relativ konstant seit 2017. Hier das Wachstum, ne, 2017 Januar, den ersten, Freunde, da habe ich das Ganze hier in Vollzeit nämlich angefangen. TikTok ist, glaube ich, erst 2020 dazugekommen. Habe ich dann aber erst 2023 wirklich ernsthaft betrieben. Das war auch mein erfolgreichstes Jahr, also das letzte rein vom Wachstum her. Naja, wie immer wegen den Trends. Das ist auch alles natürlich, ne, Teil dieses Videos. Wie, warum macht man hier eigentlich was? Ich bin ja praktisch auch nur ein Typ Influencer. Ich weiß selber gar nicht genau, wie ich mich nennen soll. Mit 41 klingt das alles immer so ein bisschen, ne? Ich bin 14 und mache das bei meinen Eltern aus dem Kinderzimmer heraus. Ich will es auch gar nicht übertreiben. Ich will jetzt nicht zu deep talken. Also wie ich jetzt dazu gekommen bin etc. Ihr wollt ja eigentlich nur wissen, okay, gut, ich kenne dich jetzt hier nur Moschus, ne, auf YouTube mit eben 62.500 Abonnenten. Ich fange schon an zu träumen. Wie ist denn das? Kann man auf dieser Basis überhaupt eine Selbstständigkeit gründen? Die Antwort ist an der Stelle schon mal ja. Wie verdienst du dann eigentlich so dein Geld? Die Antwort ist auch ja. Eine mögliche Einnahme im Übrigen sind Spenden. Das ist eigentlich wie so ziemlich alles hier auf YouTube immer von den Abonnenten abhängig. Kurz gesagt, wie viel habt ihr denn? Mit 1 Million Abonnenten hätte ich wahrscheinlich wesentlich mehr Spenden zu verzeichnen, als eben mit meinen 62.500, die ich im Moment habe. Dennoch sind manchmal Abonnenten dabei, die sind, ich sage jetzt mal, überdurchschnittlich großzügig. So auch der Jörg, der gestattet es mir hoffentlich, dass ich an der Stelle seinen Vornamen nenne. Damit im Übrigen auch schon mal eines der ersten Probleme. Man weiß nie, was darf ich sagen und was nicht. Das bekommt meistens erst dann mit, wenn man Post von Anwälten bekommt. Jörg schreibt Urlaubsgeld. Bei PayPal kann man mich bei einer Spende auch direkt eine Nachricht hinterlassen. Mein letztes Community-Video, wirklich ein reines Community-Video, war mein Urlaubsvideo gewesen. Da ich angekündigt, dass ich Urlaub mache. Dafür sind ja Urlaubsvideos da. Er hat das Video gesehen und hat mir 100 Euro gegönnt. Das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Erstmal, die Leute kleben ja an ihrem Geld und teilen wenig. Das würdigt natürlich umso mehr meine Arbeit hier. Und sich dann von den Sümmchen zu trennen, das treibt mir die Röte auf meine jugendlichen Backen. Ich grüße Matthias. Das bin nicht ich. Es wäre eigenartig, sie selbst zu grüßen. Zufällige Namensgleichheit. Ich bin ja nicht von Geburt an Moschus. Der entstand später. Geschmiedet in einen aschespeienden Vulkan. Matthias, auch ein Zuschauer, mit dem habe ich jetzt geschrieben, wenn ich in Urlaub war. Der hat einige Fragen gehabt und wollte, dass ich ihn grüße. Dann will ich noch was ankündigen, und zwar ein weiteres Projekt. Ihr wisst schon, Projekte, ne? Oft angekündigt, selten tatsächlich auch durchgezogen. Ich hatte es schon mal angekündigt, als ich das Urlaubsvideo gemacht hatte. Patreon. Ich wollte erst, dass Samin ihren eigenen Patreon-Account erstellt, dass sie ihr eigenes Baby da hat, was sie da hegen und pflegen kann. Etwas, was wirklich nur ihr gehört. Das haben wir nun verworfen, weil wir dachten, das wird dann auch alles irgendwie zu kompliziert, und vor allem möchte ich nicht, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr dann irgendwie abgezockt werdet, wenn wir einmal einen Moschus-Patreon-Account haben und dann halt noch einen zweiten nur von Samin. Für diejenigen, die jetzt mit Samin nichts anfangen können, das ist inzwischen dann meine Ehefrau, ich habe sie geehelicht. Und wir arbeiten auch zusammen. Sie testet auch viele Produkte, vor allem, es klingt ein bisschen sexistisch, aber was soll man machen, Freunde? Wir müssen echt pragmatisch denken und handeln. Aber sie testet halt vor allem Staubsauger, Nassauger, Staubsaugerroboter, aber zum Beispiel halt auch Überwachungskameras. Da bringt sie entweder schon reichlich Vorwissen halt mit oder sie arbeitet sich da auch rein. Und sie lernt auch rasant. Inzwischen schneidet sie auch einige Videos. Die eine oder andere hat vielleicht gemerkt, dass die Videos einen unterschiedlichen Schnittstil haben. Manche hat sie dann halt geschnitten. Sie hilft mir stark bei der Buchhaltung. Das ist unglaublich aufwendig. Dazu können wir heute auch noch kommen. Wir reden ja ein bisschen über Moschus persönlich, wie es bei mir im Speziellen ausschaut, aber auch wie es denn halt so ist, ein Influencer zu sein. Hier in Deutschland wohlgemerkt, nicht auf den Malediven oder in Katar. Und Samin wird das Ganze sozusagen noch ein bisschen verlängern, indem sie jetzt eben den Moschus Patreon-Account pflegen wird. Den haben wir auch umbenannt jetzt in Moschus und Samin, weil sie ja, das sind zumindest die Pläne, wenn das alles dann auch so funktioniert. Hier mal kurz gezeigt, ne? Samin macht gerade ihren ersten Patreon-Beitrag. Sag Hallo. Hallo, ich habe schon Hallo gesagt. Oh, okay. Sie soll eben auch wirklich Content erstellen. Ich habe ja, seitdem ich den Patreon-Account habe, habe ich da halt auch meine Spender. Was krass ist, weil ich mache halt auf Patreon nichts. Man kann da ja
Inhalte veröffentlichen, speziell eben für die Unterstützer. Das ist ja eigentlich auch das, was ich eher wollen würde, allein um die Zuschauer zu würdigen, die wirklich eben nicht nur meine Videos halt schauen und kommentieren und das gut finden und überhaupt auch den Kern der Community bilden, die dann wiederum das Rückgrat halt von dem Kanal Moschus sind. Und wenn dann aber jemand noch darüber hinaus sich bereit erklärt, bei YouTube das zu abonnieren, es gibt ja die YouTube-Mitgliedschaft, da kann man ein paar Smileys freischalten. Dann habe ich eben über PayPal, kriege ich auch regelmäßige Spenden rein, was natürlich auch mega ist, zumal manche da wirklich schon sehr lange dabei sind. Und es gibt auch den harten Patreon-Kern. Und über PayPal kann man natürlich gar keine Benefits ausspielen, nicht, dass ich wüsste, aber bei Patreon geht das Ganze. Und dann soll es auch Previews geben auf Produkte, die ich bei AliExpress kaufe oder Leihgeräte, die ich jetzt bekomme. Ich habe zum Beispiel jetzt das neue T-Phone 2 Pro da. Das ist natürlich mega, da freue ich mich auch schon drauf. Ich kaufe auch manchmal Retro-Geräte und die landen im Regal und ich komme gar nicht dazu, die überhaupt vorzustellen. Dann liegen die da Jahre. Die werden immer älter, damit auch immer besser. Das rennt mir also nicht weg. Aber entweder gibt es halt Previews oder es gibt eben Retro-Geräte, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Dann eben natürlich Behind the Scenes oder zu gut Deutsch hinter den Kulissen-Videos, dass ihr mal seht, wie arbeiten wir eigentlich. Ihr seht immer nur diesen Kameraausschnitt, aber wie sieht eigentlich der Rest hier aus? Wie funktioniert hier eigentlich so unser Arbeitsalltag, der in der Regel nicht so ist, wie man sich das vorstellt als Zuschauer? Und so sollen eben die Inhalte auf Patreon auch gut harmonieren zu dem, was ich euch heute erzähle. Ich versuche euch jetzt so ein bisschen Einblick zu geben, aber eher allgemein, wie ist es denn so als kleiner Influencer? Eins dürfte auf jeden Fall klar sein, für jeden, der halt auch plant, in diese Richtung zu gehen. Ihr müsst euch einen Gewerbeschein holen. Ich weiß, für viele ist das jetzt nichts Neues, aber manche sind so naiv, die gehen halt rein, machen Social Media. Sobald man da Einnahmen generiert, muss man halt einfach sich selbstständig machen. Das heißt, es muss alles vernünftig verbucht werden und ihr müsst dann auch eine Steuererklärung machen. Ihr müsst natürlich dann auch Steuern zahlen. Dann habt ihr bis 22.000 Euro Umsatz. Ein Umsatz und Gewinn, das muss man ja voneinander trennen lernen. Habt ihr noch die Kleinunternehmerregelung. Danach kommt noch jetzt im Moment bei 80.000 Euro Gewinn und ich glaube 800.000 Euro Umsatz die Grenze zum Bilanzieren. Und spätestens an der Stelle kommt man also mit einer einfachen EUA nicht mehr zurecht und man muss die doppelte Buchführung machen. Und weil man natürlich dann nicht einen Steuerberater in der Tasche hat, Freunde, muss man sich dann entsprechend an ein Steuerbüro wenden. Habe mich dafür nie interessiert, Freunde. Und vor 2017 hätte er mich fragen können und ich hätte von all dem keine Ahnung gehabt. Aber man muss sich damit beschäftigen. Und eigentlich wollte ich ja mit dem Positiven anfangen. Denn ja, die Selbstständigkeit bringt ja jetzt nicht nur eine überbordende Bürokratie mit sich, sondern hat ja auch Vorteile. Ich fange zwischen 11 und 12 Uhr mit arbeiten. Na klar, es gibt immer noch so ein paar Dinge, die ich vorher erledige. Man guckt halt rein. Da kann ich schon mal einen Überblick über meine E-Mails. Ich kann mir die aktuellen Zahlen anschauen. Wie viele Abonnenten habe ich? Wie viele kommen halt dazu? Wie sieht es mit den Views aus? War mein letztes Video erfolgreich, wenn ich da halt neugierig war oder nicht? Ich muss aber gleich dazu sagen, ich bin nicht so der Zahlenreiter. Ich bin nicht der, oh, ich muss jetzt hier Karriere machen oder ich muss das Maximum aus meiner Community rausholen. So wie das ja manchmal vor allem die großen Influencer machen, wofür ich wenig Verständnis habe, weil ich mir denke, Leute, ihr habt schon so viel. Warum muss es dann noch mehr sein? Das ist dann aber eher meine persönliche Einstellung, die leider viele nicht teilen. Aber tatsächlich bin ich da nicht so versessen drauf. Ich könnte noch viel, viel mehr Zeit investieren in die Optimierung der Zahlen. Manche tauschen ihre Thumbnails noch aus, nachdem ein Video veröffentlicht wurde, um da eben irgendwie noch mehr Klicks halt rauszuholen oder ändern den Titel noch ab. Versuchen erst den einen Clickbait-Titel, wählen dann auch noch aggressiveren und das ist dann gar nicht so meins. Zumal nämlich als Influencer, wenn man halt in diesem Bereich tätig ist, da verschwimmt auch schnell die Grenze zwischen dem, was halt irgendwie noch moralisch vertretbar ist und dem, was ich dann irgendwie schon als Betrug an der eigenen Community eigentlich bezeichnen müsste oder insgesamt halt an den Zuschauern. Also gerade wenn man zum Beispiel eben sich für einen Clickbait-Titel oder sich für ein Clickbait-Bild entscheidet, was dann mit dem Content nicht mehr viel zu tun hat oder wo man mit Absicht versucht, den Zuschauer auf eine falsche Fährte zu locken, dass sie denken, es geht eigentlich um ein ganz anderes Thema oder hier wird irgendwas offenbart oder ein Thema wird bearbeitet oder es wird irgendwas gezeigt, zum Beispiel eben ein Gerät, wenn wir im Technikbereich bleiben, was der Influencer dann am Ende gar nicht hat. Ich habe das natürlich auch ein bisschen so gemacht. Es ist immer die Frage, wie viel Clickbait ist erlaubt? Darauf gibt es keine Antwort. Und ihr merkt, ich habe Schwierigkeiten, beim Thema zu bleiben. Ne, das ist Moschus, Freunde. Wir sind ja heute so ein bisschen privat, aber bei mir ist halt sehr viel los und ich springe gern von einem zum anderen. Da sind wir beim anderen wichtigen Punkt. Ich skripte die Videos nicht. Ich mache das alles aus dem Bauch heraus. Ob das gut oder schlecht ist, das könnt ihr nur ihr bewerten. Aber ich finde dieses stoische Runterlesen, was man sich da vorher eingeprägt hat, finde ich unattraktiv. Höre ich mir auch selber ungern an, wenn ich merke, ey, der rasselt das jetzt einfach nur rund. Ja, mag informativ sein, aber nicht unterhaltsam. Und da fehlt mir dann auch Charakter. Zurück zum Thema. Also ich kann zwischen 11 und 12 Uhr anfangen mit Arbeiten. Das ist ein Vorteil, denn ich bin morgens nicht leistungsfähig. Jeder hat einen anderen Rhythmus und mein Rhythmus ist nun mal so. Ich werde dann leistungsfähiger Richtung Abend und da ist natürlich der Job hier für mich perfekt. Ich habe auch mein Handwerk gearbeitet, als ich jung war, 19. Und da ging es natürlich 7 Uhr los. Und da bin ich einfach nicht leistungsfähig. Ist einfach nicht mein Rhythmus. Also
Für mich passt das. Derzeit mache ich Feierabend zwischen 21 und 22 Uhr. Das war eigentlich nicht immer so gewesen, wie sich die Arbeitszeiten entwickeln. Das ist natürlich davon abhängig, wie viel hat man zu tun, hat man irgendwelche Projekte, die man versprochen, aber für die man am Ende dann doch keine Zeit hat. Also hat man sich übernommen, denn die Planung liegt natürlich bei einem selbst. Manchmal hat man auch zusätzlichen Stress, eben was die Bürokratie anbelangt, was die Buchhaltung halt anbelangt. Da hat man vielleicht noch Stress mit eBay zum Beispiel, irgendeinen Fall offen, Streitigkeiten. Und wenn es richtig schlecht läuft, hat man noch irgendwelche juristischen Streitigkeiten an der Backe, weil da jemand versucht, mithilfe des deutschen Rechts entweder Geld zu machen oder zum Beispiel eben das Löschen eines Videos zu erzwingen. Habe ich jetzt weniger, weil ich aber auch weniger Scam-Videos mache, wie ihr festgestellt habt. Das ist tatsächlich ein Minenfeld, da muss man aufpassen. Aber wir wollten ja uns noch weiterhin auf die Vorteile konzentrieren. Ihr könnt eure Arbeitszeit insgesamt frei einteilen. Ihr könnt am Wochenende arbeiten, unter der Woche arbeiten. Ihr könnt mal spontan Urlaub nehmen. Aber daran denken auch viele nicht. Wenn ich spontan Urlaub nehme, muss ich das halt auch nacharbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich flexibel in meiner Arbeitszeit bin, muss ich am Ende trotzdem meine 8 Stunden oder wenn ich viel zu tun habe, meine 10 Stunden oder 11 Stunden dann auch voll bekommen. Und da merkt man auch, so sehr flexibel ist man nicht. Ich kann später anfangen, muss später dann aber auch aufhören. Ich kann aber auch früher anfangen und kann dann früher aufhören. Also man kann letztendlich nur die 8 bis 10, 11 Stunden nur innerhalb des Tages hin und her schieben. Und jetzt mal spontan einen Tag frei machen heißt, ja, ich muss den Tag natürlich auch wieder dranhängen. Also Flexibilität nicht mit mehr Freizeit verwechseln. Trotzdem weiß ich das sehr, sehr zu schätzen. Ich habe meine Wohnung und mein Büro bzw. Studio im gleichen Haus. Das heißt, ich habe keinen Anfahrtsweg. Das ist letztendlich Zufall. Ich könnte mir das so ermöglichen. Muss nicht für jeden gelten. Aber bei mir haut es nun mal hin. Wer eine richtig große Wohnung hat oder gar ein eigenes Haus, der kann natürlich dann alles von zu Hause aus direkt machen. Ist natürlich auch richtig geil. Praktisch Homeoffice rund um die Uhr. Ich habe es getrennt, bedeutet natürlich, aber ich muss das Ganze auch dann halt bezahlen. Also einmal meine Wohnung und einmal natürlich den Gewerberaum, den ich nutze. Bedeutet aber ja, natürlich, ihr wollt es auch so ein bisschen einschätzen, ich bin halt in der Lage, mit meinen 65.000 Abonnenten hier auf YouTube und den 70.000 Abonnenten bei TikTok, was wirklich nicht viel ist, bin ich halt in der Lage, einmal mein Privatleben zu finanzieren. Ich bin aber auch halt in der Lage, mir tatsächlich Gewerberaum zu finanzieren. Ich habe eben auch Glück gehabt, ich habe keinen gierigen Vermieter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das alles in Berlin zum Beispiel nicht umsetzen können. Sie können das nicht bezahlen. Das wäre zu teuer. Ich habe vorher in der Gastro gearbeitet und habe da halt so mein Gastrogeld verdient und bin aus der Gastro rausgegangen, weil ich wusste, dass egal wie lange ich da jetzt arbeite und ich kann mit 80 in Rente gehen, auf mich wartet auf jeden Fall safe die Altersarmut. Und es war letztendlich für mich auch die richtige Entscheidung, denn ich verdiene einfach heute mit YouTube, die 65.000 Abonnenten, die ich hier habe und die 70.000 Abonnenten, die ich auf TikTok habe, verdiene ich mehr als in der Gastro. Samin mit ihrer Qualifikation, die könnte in der Wirtschaft mehr Geld verdienen. Ich mit meiner Qualifikation könnte es nicht. Also für mich auf jeden Fall die richtige Wahl. Hätte ich jetzt auch einen Masterabschluss. Aber zumindest habe ich aufgrund meiner Selbstständigkeit da halt schon die Möglichkeit, später halt noch mehr zu verdienen. Das sind eben so die Vorteile in einer Selbstständigkeit. So, was haben wir noch für Vorteile? Ihr seid natürlich euer eigener Chef. Ne? Ich konzeptioniere alles. Ich teile mir die Arbeit halt ein. Ich suche mir die Partner aus, mit denen ich arbeite. Vielleicht stelle ich irgendwann mal Mitarbeiter ein und dann kann ich auch halt aussuchen, mit wem ich arbeite. Seid ihr in der Firma, habt ihr eure Kollegen, die sind euch so vorgegeben und die können halt gut sein, die können halt nicht so gut sein wie euch. So, okay, mehr Vorteile fallen mir jetzt gerade spontan nicht ein. Kommen wir mal zu den Nachteilen, die sind nicht ganz unerheblich. Die Belastung an Steuern und Sozialabgaben, die sind erheblich. Jetzt müsste ich ein bisschen zu sehr aushauen, aber es gibt auch noch diese Steuervorauszahlungen und die können rückwirkend angepasst werden. Diejenigen, die sich jetzt ein bisschen damit auskennen, die wissen, das kann ein Unternehmen richtig platt machen. Steuern und Sozialabgaben sind auf jeden Fall ganz schön knackig. Ihr habt keinen Arbeitgeber, der euch da unterstützen kann, was ja normalerweise bei einer Anstellung der Fall ist. Dann macht ihr eure Steuererklärung und da muss man halt auch wirklich das Geld sich zurücklegen. Das heißt, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei der Selbstständigkeit, Disziplin. Die müsst ihr auf jeden Fall mitbringen. Denn sich die Zeit selber einteilen, ja, ihr teilt euch ja auch eure Freizeit selber ein. Und da gönnt man sich ja gerne mal mehr, als man sich Arbeitszeit gönnt. Und wenn man die Disziplin nicht hat, dann kann man so eine Selbstständigkeit eigentlich sofort wieder an den Haken hängen. Ihr müsst also wirklich jeden Tag halt arbeiten gehen. Wenn ihr keinen Bock habt, müsst ihr trotzdem arbeiten gehen. Wenn ihr krank seid, ja, ihr zahlt üppige Beträge in die Krankenkasse ein. Ihr bekommt aber kein Geld, wenn ihr krank seid. Das geht nur als Arbeitnehmer. So zahle ich halt üppig in die Kassen, bin ich aber krank, habe ich Pech. Das heißt, den Verdienstausfall, den ich dann habe, den muss ich aus meiner Tasche bezahlen. Da habe ich jetzt einen schweren Verkehrsunfall und ich würde jetzt einen Monat ausfallen. Da könnt ihr euch vorstellen, das ist halt teuer. Das ist ja nicht nur, dass mein monatlicher Verdienst wegfällt, mein monatlicher Umsatz fällt weg. Und das ist krass. Während aber die Kosten weiterlaufen. Die müsst ihr also nochmal draufrechnen auf den Verlust. Wegfallende Umsatz und noch die Kosten, die so oder so anfallen. Das sind dann die Gesamtkosten. Also das ist sehr, sehr sportlich. Also man sollte möglichst keinen Unfall haben und möglichst halt auch nicht krank werden. Beziehungsweise läuft darauf hinaus, wenn er krank ist, arbeitet man trotzdem. Wenn ich euch das so erzähle, wisst ihr dann auch eure Anstellung wieder mehr zu würdigen, falls ihr das ohnehin nicht schon tut. Ihr habt nicht nur euren Nettolohn, den ihr dann rausbekommt, wo dann eben die Sozialabgaben schon abgezogen werden.
die sind dann halt schon geleistet. Genauso auch die Lohnsteuer. Ne? Ihr kriegt euren Nettolohn und der Arbeitgeber hat alles andere schon für euch erledigt. Das ist eine gewisse Bequemlichkeit. Seid ihr krank als Arbeitnehmer? Klar, ihr geht zum Arzt, bringt einen gelben und dann bekommt ihr euer Geld weitergezahlt. Auch wenn ihr länger krank seid, ihr kriegt euer Geld und der Chef bekommt eine Summe X dann von der Krankenkasse wieder. Das ist euer Privileg als Arbeitnehmer und ihr habt euren Urlaub und der Urlaub ist halt bezahlt. Wenn ich in Urlaub fahre, könnt ihr euch vorstellen, mein Urlaub ist mega teuer. Ich muss den Urlaub bezahlen, ich habe laufende Kosten meiner Firma und mir geht halt der ganze Umsatz verloren. Also wenn ich meinen Urlaub ausrechne, Freunde, da kommen mir die Tränen. Also meine Gesamtkosten vom Urlaub, da kommen mir die Tränen. Euch kann es bums sein. Ihr bekommt euer Geld weiter bezahlt. Ausgaben habt ihr nicht, weil hat der euer Chef, der betreibt die Firma. Und dann müsst ihr nur euren Urlaub bezahlen. Das könnt ihr von der Kohle machen, die ihr als Gehalt ja ohnehin schon bekommt. Fürs Nichtstun praktisch. Und da kommen noch on top zu dem Urlaub die Feiertage. Die habe ich ja auch nicht. An den Feiertagen gehe ich ganz normal arbeiten. Ich weiß schon gar nicht mal, wann Feiertage überhaupt sind. Für euch natürlich geil. Und dann müsst ihr euch das alles draufrechnen zu euren Lohn. Ne, ihr seid eben schon krankenversichert, ihr habt eure Rente eben zu euren Nettolohn, ihr habt eure Arbeitslosenversicherung, ihr zahlt einen Urlaub, ihr habt eure bezahlte Krankheit, ihr habt bezahlte Feiertage und möglicherweise noch andere Boni, wie zum Beispiel noch ein 13. Jahresgehalt oder Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld. Da gibt es auch irgendwie noch so Zahlungen oder vermögenswirksame Leistungen. Oder ihr kriegt einen Tankgutschein oder ihr kriegt Essen zum Beispiel. Es gibt eine Firmenkantine. Und das müsste man sich eigentlich alles zusammenrechnen. Und da habt ihr euren Warenverdienst. Und nur den könnt ihr wirklich vergleichen mit dem Verdienst eines Selbstständigen. Und dann muss ich ja alles selber machen, eben meine ganze Buchhaltung muss ich selber machen, wo ich sage, das interessiert mich nicht, ich habe meinen Job, den mache ich und dann gehe ich nach Hause und habe meine Ruhe. Ich habe nie meine Ruhe, wenn ich halt eine wichtige Nachricht bekomme außerhalb meiner Arbeitszeit, dann muss ich die trotzdem bearbeiten. Man ist halt irgendwo immer selbstständig, ne? Das kommt man nicht drum herum. Probleme der Firma sind immer eure Probleme, weil ihr seid ja selbstständig und das ist alles eure Firma. Geht ihr Konkurs, ne, als kleiner Selbstständiger, wir reden ja hier davon, ich bin ein kleiner Influencer, ne? Ich bin ein Einzelunternehmer, dann hafte ich mit meinem gesamten Privatvermögen, also kommen die hier alles abholen. Ansonsten geht ihr dann halt entsprechend mit Schulden rein. Ich weiß, ja, da kann man ja noch Privatinsolvenz anmelden. Auf jeden Fall ist es halt stressig und ihr seid mit einer ganz anderen Haftung dabei, als wenn ihr Arbeitnehmer seid, denn ihr könnt halt gekündigt werden, aber das war's. Da sucht ihr euch einen neuen Job. Und bis dahin seid ihr abgesichert durch das Arbeitsamt. Und ich weiß, auch da werden die Bedingungen, ne, auch wenn es jetzt Bürgergeld heißt, haben sie es ja im Prinzip wieder zurückentwickelt zum Hartz IV. Das wird, glaube ich, noch krasser verschärft. Das ist jetzt natürlich für Arbeitnehmer auch nochmal ein ganz anderer Druck. Aber das wird auf mich letztendlich auch warten, ne, wenn meine kleine Firma krachen geht. Und die Chance ist auch gar nicht so gering. Es würde eigentlich schon reichen, wenn meine Kanäle irgendwie gelöscht werden. Danach einen Job zu finden, ich weiß, jahrelang selbstständig, ist, denke ich, auch nicht so einfach, als wenn ihr jetzt sagen könnt, ihr passt auf, ich habe einen Master und ich komme jetzt direkt aus der Arbeit. Weiß ich nicht, will ich jetzt auch nicht unbedingt rausfinden. Auf jeden Fall kann ich jetzt nicht garantieren, dass ich jetzt wirklich bis 68 das hier machen kann. Also klar, körperlich kann ich es machen, da haben wir nochmal einen Vorteil, definitiv. Ich quatsche hier mit euch, ich stelle die Produkte vor und sowas, ich muss auch mal was ins Dachgeschoss buckeln, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Handwerker, bei dem dann mit 50 wirklich schon die ersten Wehwehchen kommen. Da habe ich auch allergrößten Respekt vor und ich mag das Wirtschaftssystem auch überhaupt gar nicht, weil einfach in diesem Wirtschaftssystem die Falschen belohnt werden. Ich müsste eigentlich jetzt weniger verdienen, als ich damals, so rum darf man es eigentlich nicht sagen. Ich hätte damals in der Gastro eigentlich mehr verdienen müssen, als jetzt hier eben als Influencer. Weil ich habe damals einfach einen anderen Dienst an der Gesellschaft geleistet, als halt heute. Ich finde, es ist wesentlich wichtiger, halt in der Gastronomie zu arbeiten oder Landwirtschaft überhaupt irgendwie was mit Nahrungsmitteln zu tun hat und mit Versorgung der Gesellschaft, als jetzt hier Videos zu machen zu eurer Unterhaltung und zu euren Informationen. Das ist so ein bisschen meine Einstellung und ich hoffe auch, dass sich das halt irgendwie nochmal ändert. Mit der Politik wird das wahrscheinlich nichts, wenn ich mir jetzt mal das erlauben darf, aber ich bin der Meinung, dass halt die Berufe, die für die Gesellschaft wichtig sind, auch am besten bezahlt werden sollten. Das ist ja irgendwo der Dank. Geld ist gleichzusetzen mit allen Werten, die man halt fürs tägliche Leben so benötigt. Und da sollten natürlich die Bauern, die Handwerker, die Dienstleister, die sozialen Berufe etc. Diese Menschen sollten einfach am besten versorgt werden, weil diese Menschen einfach am wichtigsten sind. Und nicht irgendwelche Investoren, die fürs Nichtstun Rendite kassieren, die dann von anderen erarbeitet wurden. Das jetzt auch so von meiner Wertschätzung her. Ich finde es super, dass ihr mir das ermöglicht habt. Und ich finde es super, dass ich jetzt zumindest die Perspektive habe, eben nicht in Altersarmut zu kommen. Wenn ich meinen Rentenbescheid auspacke, Freunde, kommen mir doch auch die Tränen. Aber das hat nie etwas an meiner Wertschätzung geändert. Und auch ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn ich entscheiden könnte, wie halt die Bezahlerei der verschiedenen Branchen aussehen könnte, da würde ich mich bestimmt nicht auf Platz 1 setzen, Freunde. Da war ich noch weit unter Feuerwehr. Leuten, Handwerkern, Bauern, die Frauen, Männer im Einzelhandel, in der Lageristik, in den Krankenhäusern, in den Kindergärten, in den Schulen, natürlich auf den Bauernhöfen, die eigentlich unsere Grundversorgung sicherstellen und immer so weiter. Also wirklich die wichtigen, die unverzichtbaren Berufe für unsere Gesellschaft, die würde ich alle über mich stellen, freiwillig, Freunde, weil ich auch von denen abhängig bin. Die machen die Qualität unserer Gesellschaft eigentlich aus. Und nicht irgendein Investor, der hier die Fettaugen abschöpft. Weil jetzt das Video schon so lang ist. Also ich kann euch so viel verraten.
man kann mit 60.000 bis 70.000 Abonnenten im Technikbereich, ja, jetzt nicht unterhalten, jetzt nicht tanzen vor der Kamera, das ist Blödsinn. Wie viel man da verdienen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass man damit auch seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Ich kann meinen Lebensunterhalt bestreiten, wir können unseren Lebensunterhalt bestreiten mit der Größe des Kanals. Wir leisten viel zur Gesellschaft, zumindest rein monetär, weil wir müssen ordentlich Sozialabgaben und Steuern abdrücken. Das gehört eben absolut dazu. Der Staat holt sich ja im Moment rein prozentual betrachtet, zumindest hauptsächlich vom Mittelstand. Und wenn man dann eben so eine Karriere anstrebt, dann merkt man das dann auch. Da kommt man nicht drumherum. Mit dem Chef kann man streiten und kann vielleicht ein höheres Gehalt rausholen, gerade wenn man in einer sehr großen Firma angestellt ist, wo sich das ein bisschen vertut, wo dann mit ganz anderen Zahlen gearbeitet werden, wo es dann halt ein eigenes Lohnsteuerbüro innerhalb des Unternehmens gibt, schon mit 20 Mitarbeitern. Da vertut sich das. Aber seid ihr wirklich alleine? Da ist dann allein eben Steuern und Sozialabgaben wirklich sehr schwer erarbeitet. Und da braucht man viel, viel Disziplin. Da heißt es nicht, oh, ich lebe mich jetzt mal zurück und mache Pause. Man hat so einen hohen Kostendruck als kleiner Influencer. Man muss halt einfach durchziehen. Meine Moral vergesse ich trotzdem nicht. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass ich da auf jeden Fall meine Grundsätze habe, dass ich nicht irgendwelche Apps zum Beispiel teste, geschweige denn bewerbe, wo ich merke, dass das ein Pay-to-Win-System ist, dass diese Apps süchtig machen. Auch was mit Finanzen zu tun hat, mache ich gar nicht. Habt ihr auch mitbekommen, also Investment-Apps oder so, weil für mich ist die gesamte Börse im Prinzip reines Glücksspiel, wenn man halt so ist wie ich. Also ein ganz normaler Bürger, der nicht auf die Zahlen von irgendwelchen riesigen Finanzinstituten zurückgreifen kann. Deshalb halte ich davon auch Abstand. Und sowas wie Casino-Apps, ja, ich habe auch schon so viele Anfragen bekommen, ja, kannst du das nicht? Habe ich gesagt, nein. Ja, ich merke auch gerade, irgendwie müsste ich eigentlich noch länger mit euch darüber erzählen, wie es eben so ist, wenn man halt so ein kleiner Influencer ist. Ich hoffe, ich habe euch einen groben Einblick zumindest geben können, wie das Ganze hier so abläuft, dass das Ganze nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Darauf wollte ich eigentlich auch nochmal eingehen. Da wäre das Video ja noch länger, aber wir können es zumindest kurz anschneiden. Ihr habt ja mitbekommen, dass gerade Social Media immer dieses perfekte Bild abliefert. Ich bin der perfekte Nerd, ich interessiere mich nur für Technik und das, was ich hier mache, das macht mich überglücklich. Ich reiße mit glänzenden Augen die nächste Verpackung auf. Bin ich hier total begeistert und zeige euch das. Aber die Praxis ist einfach anders. Ihr seid erstmal in erster Linie ein Selbstständiger, der seine Steuern ausrechnen muss und versucht dann nebenbei noch ein Video zusammenzufriemeln. Es ist am Ende ein Job. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch aber nicht dafür gemacht ist, 8 bis 10 Stunden jeden Tag das Gleiche zu machen. Es ist natürlich ein Traumberuf, Freunde. Ich vergesse es auch nie. Ich vergesse das nie. Ich habe mir das immer vor Augen. Ich war auch mal Handwerker. Ich habe in der Gastro gearbeitet. Ich weiß, dass das Leben wirklich sehr, sehr hart sein kann und trotzdem undankbar. Was ich hier machen kann, das ist schon ein Geschenk. Es ist aber trotzdem Arbeit. Die Arbeit kann frustrierend sein. Ich habe oft genug keine Lust, auf Arbeit zu gehen. Das sage ich euch so, da bin ich echt ehrlich. Ja, natürlich macht mir das Spaß. Ich bin ein Technik-Nerd, aber das jeden Tag, einen ganzen Tag zu machen. Und zurzeit geht es häufig wirklich dann bis 22 Uhr. Freitag wollte ich ursprünglich frei machen. Das geht auch nicht. Ich mache jetzt immer Freitag verkürzt. Manchmal muss man am Wochenende noch arbeiten. Wie gesagt, man ist halt immer selbstständig. Man hält mit allem, hält man seinen Kopf hin. Eine Zeit lang wollte ich gar nicht am Briefkasten gehen. Ich will manchmal meinen Posteingang nicht aufmachen. Ich hatte vor kurzem auch mit eBay so eine Streitigkeit halt. Also direkt mit den eBay-Kundenservice. Ging also für meinen Nacken, davon abgesehen, eBay war da eiskalt gewesen. Und solche Rechnungen, die zahlt ihr aus euren Portemonnaie. Das ist Geld, was euch dann halt fehlt. Wenn auf Arbeit irgendwas nicht vernünftig läuft oder so, oder ihr verliert da irgendeinen gewissen Streit oder so und müsst den Kunden jetzt was ausbezahlen, ja, dann zahlt es halt die Firma. Wenn es eine große Firma ist, dann vertut sich das. Und ihr könnt das eher als abschreiben, ihren Ausgaben. Die Steuern, die ganzen Feinheiten der Steuern will ich gar nicht anfangen. Da bin ich auch gar nicht Profi genug, als dass ich da jetzt für mich jetzt irgendwie noch ganz genial noch ein bisschen was rausholen könnte. Bei großen Unternehmen, klar, die haben entweder übel Leute eingestellt, die halt Experte sind und das dann halt perfekt machen und das Maximale für die Firma rausholen. Oder die geben das an Steuerbüro oder an Steuerfachanwälte ab und immer so weiter. Je nachdem, wie viel, die Reichen, die haben dann Steuerfachanwälte, die dann noch irgendwelche Konstrukte ausheben, dass sie am Ende ja keine Steuern bezahlen. Deshalb bezahlt ja der Mittelstand auch so viel Steuern. Ich weiß, die Reichen ja nicht tun, weil Steuerfachanwälte und Steuergestaltung, Freunde. Ganz kreativ. Da kommt das rosa Steuereinhorn um die Ecke und zaubert die Steuern weg. Werden natürlich nicht weggezaubert, sondern die werden halt einfach umgelegt dann halt auf die Gesellschaft, die halt nicht eben mal ihre Steuern in Katar zahlen können oder auf irgendeine einsame Insel, wo es nur Briefkästen gibt und Scheinfirmen. Ja, da ist natürlich eine gewisse Frustration, die jetzt gerade mitschwingt. Das kriegt ihr vielleicht schon mit. Wie gesagt, ich müsste dann eigentlich jetzt noch mehr ausholen, will ich aber an der Stelle nicht. Das Video wird sonst wirklich viel zu lang. Ich wollte euch ja nur einen Einblick gewähren. Kleiner YouTuber, Traumberuf, ja. Stressig aber auch, ja, definitiv. Selbstdisziplin, ganz viel.
Urlaub wenig, Krankheit möglichst gar nicht. Also geht nur in die Selbstständigkeit, wenn ihr ein robustes Immunsystem habt. Habt ihr eine Ehefrau, ich mach's mit Samin zusammen. Wir harmonieren durch Zufall halt echt gut. Durch Zufall. Wäre es nicht so, dann könnte die Selbstständigkeit, die Zusammenarbeit natürlich unsere Ehe komplett ruinieren. Ich will nicht wissen, wie viel Ehen durch Selbstständigkeit ruiniert wurden. Weiß man halt alles vorher nicht. Ne? Man geht da mit seinen großen Vorstellungen da rein und am Ende ist es dann doch anders. Social Media ist eigentlich ganz, ganz besonders gefährlich, weil Social Media immer diesen Anschein der Perfektion des glücklichen Lebens vermittelt. Ne? Als erfolgreicher Influencer, und dem geht es bestimmt total fantastisch, weil der kommuniziert ja nichts anderes, als es geht mir fantastisch, bis sie dann irgendwann einen Nervenzusammenbruch haben und in der Klapper landen. Man hört dann halt ein Jahr lang von denen nichts, bis sie irgendwann zurückkommen. Ich bin wieder da. 10 Züge später. Ich will nicht wissen, was da bei manchen Influencer-Stars, was da im Hintergrund abläuft, wie viele Dramen sich da abspielen, ob man da jetzt mit seinen Niederlagen nicht zurechtkommt oder mit seinen Erfolgen, das sei mal dahingestellt. Wenn jemand meine Empfehlung haben wollen würde, würde ich sagen, macht's nicht. Sucht euch lieber einen Job in den Berufen, die im Moment einfach gesucht werden. Das ist ja eigentlich das gesamte Handwerk, die gesamte Pflege, die Krankenhäuser, ich denke mal in der Landwirtschaft bestimmt auch. Die Berufe werden immer besser bezahlt, ihr habt da wirklich eine Zukunft. Ich denke, dass gerade im Social-Media-Bereich, im gesamten Marketing-Bereich aber auch, das ist ja mittlerweile alles gut miteinander vernetzt, ich denke, dass da in Zukunft die Löhne nur noch nach unten gehen werden, weil immer mehr in diese Märkte strömen, jeder bietet seine Dienstleistung immer billiger an, bis hin, dass es kostenlos machen, hauptsache Partner finden, Netzwerke bilden, da irgendwo halt reinrutschen, eine Hoffnung, irgendwann mal einen großen Arbeitgeber zu haben. Am Ende kriegst du ein Video halt für 10 Euro. Und deshalb kann ich euch halt abschließend nur sagen, wenn ihr vorhabt, das halt auch zu machen. Entweder ihr kennt jemanden, der kann euren Kanal halt nach oben ziehen. Also ihr kennt einen sehr erfolgreichen Influencer. Aber ansonsten ist es mit Fleiß allein nicht getan. Ihr müsst ein außerordentliches Talent haben, um heute wirklich noch erfolgreich zu sein in Social Media. Aus meiner Sicht ist da kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Der Markt ist übersättigt. Der Markt ist übersättigt und es kommen jeden Tag immer mehr, die in den Markt strömen. Es sind ja auch die großen Marken, die nun merken, oh, wir verlieren jetzt den Anschluss, wenn wir nicht in Social Media reingehen. Es ist inzwischen sogar die Politik, die in Social Media reingeht und die da ja auch Inhalte spammen, die wollen ja auch gesehen werden. Und es sind immer mehr Private, die natürlich reingehen, weil die angeheizt wurden von irgendwelchen Coaches, die glauben, ich kann jetzt groß Karriere machen, einfach von zu Hause aus, ne, ohne Fachwissen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die große KI-Front, also Leute, die ja nicht mal noch sich vor die Kamera stellen wollen, sondern die glauben, ich mache jetzt mit KI, erstelle ich jetzt automatisch irgendwelche Videos mit irgendwelchen Content, die ich im Netz geklaut habe und spam auch das Internet voll. Und dann halt noch eine Karriere da jetzt groß durchstarten, wie gesagt, allein mit Fleiß, wer das machen will, nebenberuflich. Und als Starterplattform würde ich TikTok empfehlen, da kann man tatsächlich noch schnell wachsen. TikTok ist extrem trendorientiert, Abos sind halt nichts, was natürlich auch bedeutet, dass es nicht sehr konsistent ist, was man sich da bei TikTok aufbaut. Aber YouTube, Instagram kann man ganz vergessen, ich habe 1700 Abonnenten bei Insta, da wächst gar nichts. YouTube, sehr schwer. Ich danke euch, Freunde, danke an den Spender, 100 Euro ist natürlich eine echte Zuneigung. Und ich verlinke euch meinen Patreon-Account unten in der Videobeschreibung. Samin wird da jetzt auch noch ein bisschen zeigen, wie das hier wirklich abläuft, so ein bisschen auch im Hintergrund. Hinter dem, was ihr hier halt immer seht. Den glücklichen Matthias. Moschus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke euch, Freunde, aus ganzem Herzen. Wo ist mein Herz? Hier irgendwo. Bis dahin. Ciao.